An diesem Tisch trainiert der Beste der Welt. Im Tischfußball ist Marvin Velasco der Lionel Messi seiner Altersklasse. Der 16-Jährige ist nicht nur deutscher Meister, sondern seit diesem Jahr auch Weltmeister. Das wohl größte Talent in Deutschland. Hier im Bundesleistungszentrum in Hannover trainiert Marvin regelmäßig mit vielen anderen Hobbysportlern. Wie er es von Hannover an die Spitze der Welt schaffte. Ja, durch ganz viel Training. Ich spiele eben halt auch schon seit 3 Jahren und bin immer dran geblieben, immer 3-mal die Woche trainiert, 3 bis 4 Stunden und das eben halt auch wirklich durchgezogen und ja, dann kann man auch Weltmeister werden. Marvin ist hier in guter Gesellschaft. Das Bundesleistungszentrum ist gleichzeitig die Heimat der KGB Hannover, der Kickergemeinschaft Badenstedt. Der Verein ist deutscher Rekordmeister und Champions-League-Sieger. Spartenleiter Jan-Christoph Michalik hat geholfen, dass der Verein zu dem wurde, was er jetzt ist. Wir spielen nun wirklich seit guten 15 Jahren Tischfußball. Wir sind hier in der Kneipe groß geworden. Wir haben einfach von der Pike auf das Ganze gelernt und uns immer wieder gegenseitig gefordert. Das heißt also, wir werden besser, wir versuchen immer besser als der andere zu sein. Das führt wahrscheinlich dazu, dass wir mit die Besten sind in dem, was wir hier tun. Für Marvin oder Nationalspieler Ruben Heinrich ist Kickern die ultimative Sportart. Was es ausmacht, ist absolut die Intensität. Es gibt, glaube ich, kaum eine Sportart, die so intensiv geführt wird, wo man dem Gegenüber so nah aneinander steht, obwohl es kein Kontaktsport ist. Man bekommt die Emotionen nah mit, die direkt vorherrschend sind. Es ist unglaublich schnell, wie eine Heiterkeit in Besorgnis hin und her schwanken kann. Es ist halt immer wieder schön zu sehen, wie kriege ich den Gegner dahin, wo ich ihn haben möchte. Im neuen Jahr will Ruben mit seiner Mannschaft übrigens den nächsten Meistertitel holen. Es wäre dann der 8.